Also ich glaube, ich darf behaupten, dass ich den Landkreis Cloppenburg eigentlich ganz gut kenne, die Region und die verschiedenen Landstriche. Aber es ist mir jetzt aufgefallen im Rahmen dieser Recherche für dieses Buch, dass es so Details und eine bunte Vielfalt gibt, die nicht unbedingt selbstverständlich ist und die man auf jeden Fall nicht unbedingt kennt. Auch ich nicht. Insofern war ich sehr erstaunt darüber, wie viele Themen es gibt und wie vielfältig eben auch die verschiedenen Bereiche des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes insgesamt sein können. Da haben Willi Rolfes und ich uns überlegt, eben auch ein Buch zu machen für diese beiden Landkreise und haben dann eben auch mit den Cloppenburger Kollegen im Boot und mit dem weiteren Fotografen Matthias Nius dann dieses Buch in Angriff genommen, haben uns auch ein Konzept überlegt, wie das aussehen könnte. Dann werden aus jedem Landkreis 20 Geschichten vorgestellt, völlig unabhängig davon, was jetzt also da von irgendeinem Landkreis gewünscht wäre, sondern wir haben einfach von Nord nach Süd durchgegangen und haben geguckt, was passt da, was stellt das Oldenburger Münsterland also wirklich mit am besten dar. Naturfotografie ist es so, ich muss mit dem leben, was mir geboten wird. Mit Tieren kann ich nicht sprechen. Landschaften zeigen sich so, wie sie sind. Und ich kann die Situation kaum beeinflussen. Und hier war es eine gute Gelegenheit, einfach da auch mal den Horizont zu erweitern und mich in anderer Weise fotografisch auszuprobieren. Mit Menschen kann man ins Gespräch kommen, kann man Situationen durchspielen und Dinge wiederholen. Und das gelingt beim Reh, was so einen flüchtigen Moment, einen flüchtigen Blick einem gönnt, sonst nicht. Hier konnten wir auch Dinge wiederholen. Aber in der Wiederholung liegt auch eine Chance, dass man Dinge besser machen kann, intensiver machen kann. Und ich glaube, das ist bei dem ein oder anderen Motiv auch gelungen. Ich glaube, dass einem im Oldenburger Münsterland schon viele Dinge vertraut sind oder dass man die entscheidenden Themen eigentlich auch kennt. Aber wir haben es in dem Buch geschafft, das mehr zu verdichten. Und aus der Sicht des Fotografens muss ich sagen, dass ich mich den Dingen etwas mehr genähert habe, das näher herangeholt habe und mich aus einer neuen Perspektive dem genähert habe. Und es gibt, glaube ich, hier im Oldenburger Münsterland ganz, ganz viele spannende Themen, die wir auf diese Weise vielleicht neu entdeckt haben. Und dazu gehören auch sehr viele Persönlichkeiten, die das Oldenburger Münsterland hatten.